Ja, hier bin ich wieder, euer Bankcake28 und es geht fleißig weiter mit Stellaris von Paradox Games und ihr seht von unserem Meisterwerk, unsere Krönung. Wir haben Leben erschaffen. Wir haben auf Caesar 3 einen Planeten geterraformt. Ein glücklicher Moment, den haben wir genutzt für uns. Nun ja, weiter geht's. Das schaudert mich bei der Vorstellung, dass so etwas eines Tages tatsächlich möglich sein könnte. Ein verborgener Kern, eine Sekunde. So, dann wollen wir uns das mal anschauen. Und zwar folgendes. Der Asteroid ist zwar auf der Oberfläche unauffällig, scheint aber einen hohlen Kern zu haben, der mit wertvollen Kristallen besetzt ist. Er ist wie eine riesige Geode, die in den Sternen hängt. Mit einigen Anleitungen von Wissenschaftsoffizier Leonia sollten künftige Bergbaustationen in der Lage sein, diese Kristalle auf dem Inneren des Asteroiden zu gewinnen. Ach, immer diese Rechtschreibfehler, über die ich stolper. Die hängen mich so ein bisschen auf. Ich muss da echt mehr kreativer werden. Möchte nicht aber außersehen wiederum andere Worte dann verhageln, ja, die eigentlich korrekt waren. Aber hier tatsächlich, zack, seltene Kristalle wurden hier gefunden. Boah, eine Stufe 6er Anomalie haben wir ja auch noch. Boah, es ist kompliziert, Leute. Machen wir die noch oder nicht? Ich habe da halt echt Angst, dass es halt einfach scheitert. Aber gut, mein Gott, Leonia versucht ein Glück. Was war das? Astronomie und Wissenschaft in einer Art... Ja, irgendwas ist da irregulär. Da wollen wir doch mal rausfinden, was da los ist. Mikrosingularität. Ja, das war ja diese Anomalie noch hier. Vor kurzem wurde Caesar 5 von einer Mikrosingularität durchschnitten, die direkt durch den Planetenkern fuhr und auf der anderen Seite des Planeten wieder austrat. Das Ereignis scheint keine permanenten Schäden verursacht zu haben. Es hat aber eine Energieabgabe des Planetenkerns auf eine Art leicht verändert, die gegen unsere aktuellen Wissenschaftsmodelle verstößt. Vielleicht sollten weitere Untersuchungen angestellt werden. Faszinierend. Ja, richtig. Hat er einen Autoerkundungsbefehl? Ah, der hat noch nicht einen. Dann bekommst du den jetzt bitte. Sehr schön. Und unsere Klenkenflotte ist immer noch im Schneckensystem und versucht verzweifelt, wirklich äußerst verzweifelt, hier hinten anzukommen und endlich diese Amöben zu bekommen an diesem Sumpf. Das ist natürlich eine mega geile Verteidigungsposition für uns, unser Reich hier abzuriegeln, wo man so langsam ist. Und wir haben ja halt eben hier oben alles für uns, ne? Das sollten wir halt nicht vergessen. Das Varan-Stellarium kann dort halt wirklich unfassbar toll sich ausbreiten. Das sind nur Varane hier. Die sind auch nur Varane. Und die sind auch nur Varane. Bisher ist noch keiner irgendwie woanders hingezogen. Naja, ist jetzt auch egal. So, dann machst du bitte hier noch die Forschungsstation. Nennen. So. Ein zerstörtes strategisches Koordinationszentrum? What the? Was haben wir jetzt schon wieder gefunden, Leute? In Digantu wurde eine massive zerstörte Weltraumstation entdeckt. Entschuldigung, habe ich verschluckt. Ihre Überreste enthalten Kampfcomputer, Simulatoren und Rundfunk-Carrays, in denen unsere Wissenschaftler spekulieren, dass es eine Art strategisches Koordinationszentrum sein muss. Faszinierend. Oho. Das ist ja cool. Das ist wirklich faszinierend. Aha. Ja, da ist einiges kaputt gegangen. Ja, die Lofo wartet immer noch auf ihren Weiterflug. Oh mein Gott, das hat ja wirklich was Raumfahrtmäßiges, Entschuldigung. Was zur Hölle?
Also, ich eine neue Sache nach der anderen. Ich habe das Spiel echt lange, wirklich lange nicht mehr gespielt. Wohlan denn, meine Lieben, wollen wir uns mal anhören, was als nächstes passiert. Jibirische Krieger entdeckt. Seit einigen Monaten haben wir vereinzelte Berichte über eine kleine Anzahl außerirdischer Söldner und Freibeuter erhalten, die an den Grenzen unseres Raums operieren. Sie selbst nennen sich Jibru und sind offenbar Exilanten einer nomadischen Kriegerkultur, die in und um das TINAP-System herum in überfüllten Raumstationen leben. Ihre Durchreise in der Nähe unserer Grenze verlief ohne Zwischenfälle, aber sie warnten uns davor, TINAP zu betreten. Sie haben keine Zentralregierung, die erwähnenswert wäre. Stattdessen sind sie in verschiedene Fraktionen aufgeteilt, die oft benachbarte Sternensysteme überfallen. In Anbetracht ihrer riesigen Bevölkerungsdichte und ihrer Produktionskapazität wären die Jibru wahrscheinlich eine bedeutende galaktische Macht, wenn sie jemals damit aufhören würden, sich gegenseitig zu töten. Vor einiger Zeit hatten Grimms Märchen in ihren Büchern Sozialkritik geäußert. Heute sind es unsere großartigen Spiele, die wir da draußen haben, diese Meisterwerke aus meiner Sicht. Und hier findet ihr eine Sozialkritik entsprechend. Wir versuchen sie zu kontaktieren und dort sind sie. Wir sehen sie uns an und wir wissen jetzt schon, oh, schöner geht auf jeden Fall. Die Jibru-Star-Stämme. Die Jibru-Sternstämme sind das. Außenseiter. Wir sind die Jibru im Gegensatz zu den zivilisierten Sternennationen. Der Galaxie dienten wir keinem einzigen Meister. Ich wurde ausgewählt, um euch diese Botschaft im Namen aller Häuser zu übermitteln. Versucht nicht eure verweichlichten Wege aufzuziehen. Ihr mögt zwar außerirdische Schiffe in unser Territorium schicken, aber erwartet nicht, dass sie zurückkehren. Unsere Krieger werden die Abwechslung begrüßen. Sendet nur auf dieser Frequenz, wenn ihr Tribut anbieten wollt oder Söldner benötigt, um die Mittel habt. Um sie zu bezahlen. Übertragung beenden. Survey complete. Aha. Aha, das sind die also. Ach, durch den anderen haben wir die irgendwie entdeckt. Okay. Da ist das Enkev-System. Und da ist denen ihr völlig überfülltes System. Aha. Es war auch nicht eine einzige bewohnbare Welt, aber hier sind sie wohl aktiv. Okay. Und hier haben sie noch. Okay, dann ja, sollen die halt die Söldner dort bei sich haben. Soll mir egal sein. Faszinierend. Auch das ist völlig neu für mich, ganz ehrlich. Ne? Da seht ihr, dass ich das wirklich lange nicht gespielt habe für die Profis, die hier... Die Pro-Gamer, die hier unter euch sind, unter uns sind und das hier mit angucken. Engaging enemy fleet. Oh, 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 oh. Wer engaged denn? Ich will nicht engagen. So, also hier kommt es jetzt endlich zum Flottenkampf, wenn ich es richtig verstehe. Die Frage ist, haben wir genug Langstreckenwaffen? Also der Feind hat auf jeden Fall ein Problem. Der Feind hat das Problem, er braucht auch sehr lange, um herzukommen. Und es gibt unseren Atomraketen natürlich lange die Chance, hier Schaden zu machen. Und ihr seht jetzt hier, hier schießt die Flak, aber wir haben, glaube ich, nur noch ein einziges... Oh, Entschuldigung, ein einziges Geschütztürmchen, was hier auf die feuert. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Offensichtlich haben wir ganz viele von diesen Abwehrschiffen verloren. So, die Atomraketen werden weiterhin auf die Weltraumamöbe gefeuert, die natürlich ihre Panzerung jetzt langsam verliert. Wenn man hier drüber geht, seht ihr das, dass die Panzerung langsam wegschmilzt. Wir schießen aus der Entfernung und jetzt kommen unsere Laserwaffen auch noch ins Spiel. Und die werden dieses Spiel ganz schnell beenden. Für die Große. Die oh, da, tut mir leid. Mal wieder kann ich euch das nicht zeigen. Weil ein Pop-Up zwischen rein triggert. Treibend. Zwischen den Asteroiden
haben wir ein treibendes Alienschiff gefunden. Es reagiert nicht auf unsere Kontaktversuche. Ob dies daran liegt, dass sie unser Signal nicht interpretieren können oder ob es ein anderes Problem gibt, ist uns nicht bekannt. Wissenschaftsoffizier Leonia empfiehlt, dass wir es von einem Konstruktionsschiff aus dem Trümmerfeld ziehen lassen sollten. Wenn wir es nicht bewegen, könnte es von dem Asteroiden zerschmettert werden. Wir haben ein Spezialprojekt ausgegeben, um das Schiff zu retten und zu untersuchen. Ja, wir könnten es jetzt verschlachten. Nein, verblüffend. Das müssen wir unbedingt machen. Und jetzt frage ich mich, wo sind unsere beiden Konstruktionsschiffe? Hier oben dieses. Es geht ja da drum, ne? Ja, genau. Der ist da unten. Der ist da noch beschäftigt. Also das erste von den beiden. Oh, wir haben nur noch 45 Tage. Das ist natürlich Mist, Mist, Mist. Ah, Mist, wir haben viel zu weit weg, die Konstruktionsschiffe. Ich weiß gar nicht, ob die das schaffen können. Ach, verdammte Axt, ich glaube, dass das nicht mehr rechtzeitig geschafft werden kann. Ah, nee, ich habe 1000 Tage, um das zu machen. Uff, oh, gut, Timeout ist 1000 Tage. Dann macht's Peng mit dem Schiffchen. Oh mein Gott, ey. Ich dachte jetzt, das war's. Technology discovered. Optische Sensoren haben auf der Oberfläche von Leganto 3C eine Anhäufung von Formen isoliert, bei denen es sich um Gebäude handeln könnte. Das wollen wir natürlich erforschen, auch wenn es Level 6 hat. Wir haben ja das Amöbenprobprogramm abgeschlossen. Wir können jetzt im Hangar Amöbengeißeln einsetzen. So, wir könnten auch das regenerative Rumpfgewege haben. Wir könnten die Vulkane beseitigen. Das andere kostet uns 7000 Sternenbasenkapazität um 2 erhöhen. Wäre auch auf lange Sicht nicht schlecht. Wir erhöhen die Sternenbasenkapazität. Haben wir denn einen Spezialisten für neue Welten bei uns im Portfolio? Nein, dem ist nicht so. Dann bleibt es so, wie ich es habe. Die Frage, die ich mir stelle, hat unsere Kalenkenflotte überhaupt eine Chance? Denn wir haben jetzt schon ganz schön an Kampfkraft eingebüßt und der Gegner noch nicht. Die machen unsere Flotte regelrecht. Ach du grüne Neune. Unsere Flotte ist besiegt worden. Oh Gott. Wo ist sie denn hin verschwunden? Wir haben gegen die gekämpft und sind sie Stück für Stück verschwunden, Leute. Das ist aber höchst merkwürdig. Okay, ich habe das noch nicht gehabt und ich habe auch nicht, die sind irgendwie so, keine Ahnung, weggeworbt worden in dem System. Faszinierend. Nun ja, ah ja, da fällt mir ein, ich wollte nochmal kurz in die Schiffswerft. Oh nein, es tut mir so leid, Leute. Ich muss nochmal ein Schiff machen. Gator und Camellio habe ich gemacht. Ein neuer Zerstörer. Da hätte ich gerne dann doch den da. Und dann hätte ich dann doch gerne noch den hier. Und dann mache ich nochmal schnell das und das. Zwei große, fette Laserkanonen baue ich da ein. Zack, zack. So. Sehr nice. Und das da ist der Leguan. Wunderbar. So heißt der Leguan. Speichern. So, also, Schiffswerft. ...197 kostet, also grob 200 kostet nämlich einer. Ein Leguan, ein Gator und ein... Ja, jetzt haben wir von jedem einen gebaut. Das sollen die jetzt mal schön machen.
Ja, das ist natürlich jetzt blöde gelaufen, deswegen sage ich jetzt erstmal hier Autoerkundung, danke. Dann sage ich bei diesem Schiff auch Stopp, Autoerkundung, weil wenn ich da jetzt nicht durchgekommen bin, also das ist jetzt echt übel. Construction complete. Das ist echt übel. Das hatte ich echt noch nicht. Naja. Okay, dieses Konstruktionsschiff ist jetzt fertig und wird sich sofort und zwar umgehend hierhin bewegen und dieses Projekt erforschen. Ich hoffe, dass es rechtzeitig ankommt. Obwohl der ja die kürzere Strecke hätte. Warte mal, dann machen wir das mal so. Projekt erforschen. Ja, der hat insgesamt die kürzere Strecke und du machst jetzt hier Bergbaustation erkunden. Survey complete. Das Varan Stellarium wächst und gedeiht. Oh, ich spiele auf normal. Oh Gott. Bancake, mach mal ein bisschen hinne. Volle Möhre auf Schilde zu setzen, ist natürlich jetzt nicht gerade die beste Sache gewesen. Da fällt mir ein, da muss ich noch was machen. Also ungewöhnliche Tektonik haben wir hier. Was die Newton auf Deganto 3C gefunden hat, waren keine Gebäude, sondern überraschend gleichmäßige Mineralvorkommen. Wissenschaftsoffizier Ronis behauptet, dass diese eckigen Felsblöcke das Produkt der Interaktion tektonischer Platten sind und dass ihre Formen an der ungewöhnlichen Tektonik der Kruste des Planeten liegen. Die perfekte Winkelstellung dieser Überschiebung impliziert, dass die Kruste von Deganto 3C irgendwann in der Vergangenheit von Aliens manipuliert worden ist. Höchst faszinierend, allerdings. Tja. Aha, das zeigt in die Mitte. Wir sind auf ein weiteres verlassenes Sterntor gestoßen, diesmal in Sison Maelstrom System. Es scheint vollständig aus mikroskopisch kleinen Naniten gebaut worden zu sein, die ein uns unbekanntes Design haben. Im Gegensatz zur vorherigen Sterntour wurde diese seit seiner ursprünglichen Konstruktion erheblich modifiziert. Seine Verbindung mit dem Rest des Netzwerkes wurde unterbrochen und stattdessen ist das einzig gültige Ziel eine unbekannte Sternengruppe direkt hinter unserer Galaxie, die von unseren Astronomen als L-Cluster bezeichnet wurde. Obwohl das Sternentor eine schwache Energiesignatur ausstrahlt, wurde es scheinbar absichtlich in eine Art Wartungsschleife eingeschlossen, die eine Aktivierung verhindert. Bis wir einen Weg finden, um diesen Prozess abzubrechen, bleibt das L-Cluster außerhalb unserer Reichweite. Verblüffend. Ach, hier. Oh ja, cool. Also, hier ist das L-Tor. Alles klar. Ups, ich habe die Zerstörer ja in der Alpha Centauri Station gebaut, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich doof. Nee, ist egal. So what? Survey complete. Das ging schnell. Special project complete. Ah, wir haben die außerirdische Box geöffnet. Okay, endlich ist unserer Wissenschaft gelungen, das Material der Alienbox zu durchdringen. Die drei Fläschchen im Inneren sind mit verschiedenen Flüssigkeiten gefüllt. Eine ist rot, eine ist blau, eine ist grün. Die Flüssigkeiten sind weniger außerirdisch als ihr Behälter. Und unsere Wissenschaftler konnten sie als genmodifizierende Lösung identifizieren.
Aus Gründen, die wir nicht verstehen, verschlechtern sich die Lösungen schnell außerhalb ihres außerirdischen Behälters, aber es sollte dennoch genug Zeit bleiben, um zumindest eine davon für unsere Spezies zu synthetisieren und anzuwenden. Es wurde bestätigt, dass seine Auswirkungen positiv sein werden, aber wie genau bleibt abzuwarten. Jetzt könnte ich das nachlesen im Internet, ich mach's nicht. Ich sag euch jetzt eins, ich habe eine Lieblingsfarbe und die ist blau. Mal gucken, was jetzt passiert. Das blaue Lösungsmittel zur Genmodifizierung wird erfolgreich auf die Varane angewandt. Basierend auf den Studien erster Testobjekte scheint die Lösung unsere potenzielle Lebensspanne noch weiter erhöht zu haben. Modifiziert Bewohner Varan stellen durch die hinzufügende Eigenschaft begrenzte Regeneration. The Expansion Planner. Ups. Eine Sekunde. Das muss ich mir jetzt dann doch angucken, was ich meiner Bevölkerung da angetan habe. Ja. Statt 80 Lebensdauer haben wir jetzt 90 Lebensdauer gekriegt. Nochmal 10 Jahre on top. Die werden sehr, sehr alt. Ach, die Kellenkenflotte ist wieder in Sol angekommen. Meine Herren. Dann gehen wir nochmal in den Schiffsdesigner. Das habe ich auch vergessen. Zerstörer. Boah, das ärgert mich. Eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, das jetzt so zu machen. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. So, das ist die Galappa. Ah, die muss ich auch noch bauen. Ein Schiff, was sich den Gegebenheiten anpasst. In dem anderen System, was gar keine Schilde besitzt. Okay, also eingehend Übertragung. Varan-Schwächlinge, unsere Krieger sind auf dem Weg, eure Systeme zu plündern. Stellt euch ihnen im Kampf, wenn ihr den Mut aufbringen könnt, oder versteckt euch vor Angst, bis sie sich an eurem Reichtum gelabt haben. Ihr könnt natürlich auch Tribut zahlen, um euch selbst von dem kommenden Sturm zu retten. Wenn er ausreicht, werden unsere Krieger gezwungen sein, umzukehren. Können den 500 Nahrung geben, 500 Mineralien bezahlen, 500 Energie hier, 500 Nahrung. Jener Schande, ich nehme an, unsere Krieger werden sich anderswo umsehen müssen. Erfolg ist in Sicherheit, zumindest für den Moment. Okay, wir haben es ja mit einer Mafia zu tun. So, dem haben wir jetzt einfach mal 500 Nahrung um die Ohren geklatscht. Ich habe davon genug. Aber das lasse ich natürlich nicht, das kann ich nicht dulden, ne? Ich muss wissen, wie stark die da sind. Survey complete. Special project complete. So. Nachdem wir das bei dem Asteroiden treibende Schiff aus den Trümmern gezogen hatten, konnten wir es von einem Außenteam untersuchen lassen. Es ist ein Tatort. Unser Außenteam hat nur ein Besatzungsmitglied gefunden, einen langohrigen amphibischen Zweibeiner, auf dem anscheinend mehrfach eingestochen worden war. Nach dem Tod seiner Besatzung ist das Schiff wohl zu haben.
Es ist mit äußerst effizienten Triebwerken ausgerüstet, deren Struktur und Design unseren derzeitigen Kenntnisstand übersteigen. Das Schiff ist unbewaffnet und hat anscheinend als Transporter für wichtige Personen gedient. Seine Umwandlung zu einem Forschungsschiff wäre kein schwieriges Unterfangen. Wir würden es stattdessen in seine Einzelteile zerlegen und die Antriebe genauer studieren, könnten wir einen Teil der genialen Ideen in praktische Verbesserung für unsere Flotten umsetzen. So. Wir können es in ein Forschungsschiff umwandeln. Der Modifikator erhöhte Schiffsgeschwindigkeit mit den folgenden Effekten wird hinzugefügt. Unterlichtgeschwindigkeit wird um 10% erhöht. 10% Erhöhung. Dieses Schiff wird zerlegt. Ist mir egal. Aufeinandertreffen in Moskau. Sind wir den Omikron-Aliens begegnet. Pause. Was zum Henker ist denn das? Aha. Faszinierend. Situationsprotokoll muss ich mir kurz angucken. Anomaly detected. Tja. Hier sind wir Ihnen begegnet. Ach ja, du. Wir dehnen uns weiter aus, Leute. Besiedeln Wäldchen für Wäldchen. So, automatisierte Schiffswerft. Während ihrer Erkundung von Kribon 2 entdeckte die Newton im Orbit Überreste einer automatisierten Schiffswerft. Sie ist mindestens 1000 Jahre alt und scheint unter schweren Raketenbeschuss gestanden zu haben. Eine ihrer Fertigungshallen ist aber immer noch betriebsfähig. Wissenschaftsoffizier Jonas ist zuversichtlich, dass die Energieversorgung der Schiffswerft wiederhergestellt werden kann. Das würde jedoch ein Großprojekt bedeuten. Interessant. Darauf habe ich voll Lust. Das machst du bitte. Hä? Ah, ich brauche ein Konstruktionsschiff. Da ist sie, meine Erkenntnis. Ja, dann müssen wir das später machen. Ist gerade dabei, ne? Gut. Dann sei dabei. Ach, diese Musik. Survey complete. Ein Meisterwerk, wirklich. Daniel ist Stufe 5. Alien Empire is making contact. Oh Mann, immer alles auf einmal, Leute. Natürliches Wurmloch, okay. Also hier haben wir ein natürliches Wurmloch entdeckt. Wir haben am Rand des Dimirus-Systems scheinbar ein natürlich auftretendes Subraumphänomen entdeckt. Ein Riss in der Raumzeitstruktur, die auch Wurmloch genannt wird. Unsere Wissenschaftler spekulieren, dass es durch den Subraum mit einem anderen Wurmloch an einer anderen Stelle verbunden sein könnte. Je nachdem, wo sich das zweite Wurmloch befindet, könnte es möglicherweise eine Reise von einem Ende der Galaxie zum anderen binnen Tagen ermöglichen. Unglücklicherweise ist dieses Wurmloch wie die große Mehrheit seiner Art von der Natur aus instabil. Jegliche Schiffe, die dumm genug wären, hindurchzufliegen, würden in Sekundenschnelle zerrissen werden.
wenn es doch nur stabilisiert werden könnte. Steht hier. So, wir haben, nachdem wir ihre Sprache erfolgreich übersetzt konnten, haben wir Kontakt zum Blessed Clear Empire hergestellt. Die diplomatischen Kanäle sind nun offen und die Feindseligkeiten wurden eingestellt. Hervorragend. 44 Einfluss hat es gegeben. Und schon wieder haben wir eine Litivore Lebensform gefunden. Das ist ja sehr witzig. Anscheinend bestehen in unserer Galaxis alle Lebensformen irgendwie aus Stein. Okay. Also, wir haben eine theokratische Monarchie gefunden. Es sind evangelische Zeloten. Sie streben danach, ihr Glauben in der Galaxie zu verbreiten. Sie schrecken nicht von militärischer Gewalt zurück, um andere zu konvertieren, zu zwingen. So, die sind fanatisch autoritär und spiritualistisch. Damit können wir gar nichts anfangen. Die schreiben uns jetzt oder sprechen mit uns. Ein wahrlich gutes Treffen. Ich stehe für das Blessed Clear Empire unter Führung der glorreichen Erzprophet Dekte dem Ersten. Wir beherrschen unseren Raumbereich mit göttlichem Mandat und solange ihr euch nicht in unsere spirituellen Angelegenheiten einmischt, wird unsere Beziehung freundschaftlich bleiben. Unsere Antwortmöglichkeiten sind jetzt alles andere als erbaulich. Wir werden aber auf jeden Fall nicht egalitär antworten. Wir werden uns nicht zurückhalten lassen, antworten wir ihnen. Und das sehen wir's. Das Blessed Clear Empire ist nicht gerade klein. Und das hier ist ihre Heimat. Ein drinäres System, faszinierend. Wenn ich das jetzt richtig angeklickt habe. Ja, das ist sie. Das ist die Heimat. Und das ist eine tote Welt. Aha, faszinierend. Okay, sie ist etwas größer als die Erde. Hat eine starke Oberflächenstrahlung. Okay. Faszinierend. Heiße Quellen, sengende Wüsten, hydrothermale Winde, erzveraderte Klippen, erzreiche Höhlen, Unterwassererzadern, Flechtenfelder, Pilzhöhlen und Pilzwälder hat dieser Planet. Faszinierend. So, die mag ich jetzt aber nicht so. Muss ich ehrlich sagen, da schicke ich auch keinen Diplomaten hin. Schon wieder ein Steinwesen gefunden. Das ist schon das zweite Steinvölkchen. Die sehen auch noch aus wie so kleine Spinnen. Also nichts für Arachnophobiker. Ich bin der Arachnophobiker hier. Und ja, okay. Effizienten Bürokraten, Halsabschneider, Politik. Boah. Sind streitsüchtig mit uns. Anpassung. Arid. Litoid. Überlebender. Sehr stark. Okay, die haben irgendeine Apokalypse überlebt. Sie sind schnelle Lerner. Sie sind langlebig. Sie sind aber verschwenderisch. Und sie sind absolut abstoßend. Ja, das stimmt. Interessant, interessant. Gut, mit dieser Entdeckung eines weiteren neuen Volkes sind wir jetzt durch. Also wir haben jetzt hier diese Molluskoiden-Söldner gefunden, dieses kriegerische Völkchen. Wir kennen unsere Freunde hier schon mehr als nur ein wenig, diese Steine hier. Und wir sind mal gespannt, ob es da draußen auch noch etwas anderes gibt, außer Stein oder Pilz basierend. Und ich danke euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine fröhliche Sternenreise. Euer Bencake28.